Und damit ein herzliches Willkommen hier zu Minecraft Lost 2.0. Ja, ich trage mein Headset noch nicht. Wollte erstmal einen Schluck trinken und damit ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, es ist wieder soweit. Ich war für mich ein paar Tage offline, sag ich mal. Hat man gemerkt, ich habe jetzt eine gewisse Zeit nicht auf Kommentare reagiert. Ist jetzt schon ein paar Tage auch wieder her. Wir sind hier bei Minecraft Lost und da hinten ist das Ziel unserer Begierde. Wir haben tatsächlich noch ein... ein Dschungel gefunden. Ich muss mich erstmal wieder so daran gewöhnen. Tastatur funktioniert nicht. Schreibt mir mal gerne Tastaturen in die Kommentare, die irgendwie nicht kaputt gehen. Das ist jetzt meine zweite dritte Tastatur an diesem PC. Und das in den letzten 4 Jahren. Merkwürdig, sagen wir es so, wie es ist. Das ist hier jedenfalls das Ziel unserer Begierde, der Dschungel. Und... wir wollen uns eine gute Location aussuchen zum Bauen. Entweder direkt im Dschungel oder so außerhalb des Dschungels. Das ist aber der Plan. Deswegen erst natürlich erstmal natürlich nochmal ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Da haben wir ein Bambusbiom. Oh! Bambus ist schön. Hier haben wir so ein bisschen eine Fläche. Dschungel erstreckt sich sehr weit. Ich muss ganz kurz gucken. Okay. Dachte gerade, ich hätte irgendwie Frames Drop. Die Frage ist natürlich, was will ich auch bauen? Also ich weiß noch nicht äußerst stiltechnisch, wie ich bauen will. Aber wenn ich so gucke, was da hinten kommt, da kommt halt eher so Eisbiom. Eis habe ich gar keinen Bock zu, muss ich zugeben. Manchmal funktioniert die Leertaste, manchmal nicht. Das ist halt echt sowas von behindert. Der Dschungel erstreckt sich aber sehr, sehr weit. Also das Ziel in dieser Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich es aufteile, weil tatsächlich, ich habe jetzt Timer nicht gestellt. Ich werde jetzt erstmal aufnehmen und werde gucken, wenn ich zum Beispiel so eine Stunde aufnehme, dass da 2 Folgen sind, dann kommt für euch die 2. Folge am Samstag. Das mit dem Springen ist halt so was von behindert. Ich brauche eine neue Tastatur. Eigentlich so schnell wie es geht, weil ein Gamer, der soll ohne Tastatur spielen, kannst du nicht. Ich muss halt irgendwie meine Leertaste, keine Ahnung wie, reindrücken. Und auch andere Tasten. Guck mal, ich drück E. Ich drück E. Ich drück E. Ich drück E. E, 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 E. Seht ihr? Und jetzt geht's nicht weg. Oh Leute, ich habe eine Fledermaus gehört. Sag ich eher außerhalb des Dschungels. Junge, das mit der Leertaste ist so scheiße. Wie soll ich meine Tastatur halten? Oder meine Finger? Sag ich es mal eher so. Wie soll ich meine Finger halten? Ich brauche eine Inspiration. Wenn ich hier so einen geeigneten Ort sehe, glaube, dann könnte ich mir vorstellen, so zu sagen, okay, geil, ich habe hier Truhen, pack das hier, was ich habe, schon mal da rein. Und dann muss der Rest geholt werden. Das wird eher heute die Aufgabe sein. Also noch nichts Spannendes mit Bauen. Boah, meine Hand tut jetzt schon so mega krass weh. Das glaubt ihr nicht. Ich muss es so versuchen. Weil sonst verkrampfe ich hier sowas von. Und meine Hand tut dann
Was von wie? Also um Tiere, natürlich wollen wir auch eine Tierfarm machen. Aber das Ding ist, wenn wir uns dann noch die Tiere holen, das soll ja nicht das Problem sein. Und man hätte Leertaste funktioniert, hätte ich schon. Oh, guck mal, da ist ein Papagei! Da ist eine Höhle. Oh, aber guck mal, da hinten sind so Berge. Was ist, wenn wir auf den Bergen so eine Art Turmburg bauen? Ja, so ein kleines Anwesen, sag ich mal. Und das ist halt so dann am Dschungel. Aber nicht im Schneegebiet. Oh, hier finde ich schön. Also hier finde ich es actually schön. Hier gehen wir halt mehr wieder Richtung so Schnee, Alter. Das ist echt behindert mit der Leertaste. Das glaubt ihr nicht. Guck mal. Guck mal, ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Mal gucken, wann es aufhört. Das ist so behindert. Das glaubt ihr nicht. Das regt mich selbst so auf. Ich brauche halt echt eine neue Leertaste. So. Muss mir eine bestellen. Das kann ich nicht länger durchhalten. Sonst bekomme ich hier richtig Aggression. Irgendwie beim Zocken. Und The Evil Within, nur so zur Info. Ich habe zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt, oh, jetzt habe ich nur nicht untergeht. Diesen Zeitpunkt habe ich bislang noch nicht weiter aufgenommen. Aber ich werde trotzdem weiterhin mit Controller aufnehmen. Das hier geht ja irgendwie so hier dieses Gebiet, aber da hinten sind auch Schafe. Das hier aber auch irgendwie, da sind auch Küken. Ich spring die ganze Zeit im Wasser. Boah, Junge, ich bekomme so Aggressionen, gerade beim Spielen. Das habe ich nicht vermisst. Boah, ich brauche Inspiration. Wie gesagt, also, ich weiß noch nicht so hausmäßig, was ich bauen will. Will ich, wie gesagt, so eine Burg? Will ich was Dschungelartiges? Also, ich weiß, dass ich kein Baumhaus bauen will, weil dann bin ich oben und muss mir dann irgendwie was separates, schönes nach unten bauen, um dann natürlich zum Beispiel so Strip Mine zu gehen. So. Und das möchte ich zum Beispiel nicht. Ich möchte mir schon etwas auf dem Boden bauen. Panda haben wir noch nicht von Weitem gesehen. Man springt und die Tastatur nicht funktioniert. Ich habe gerade irgendwas gehört. Hier so am Wasser. Kennen wir so ein bisschen noch von dem alten Minecraft Lost, wie ich hier so diesen ganz großen Strand gebaut habe. Oh, ich hätte eine Idee. Ich habe zumindest eine Idee. Jetzt gucke ich vielleicht nur nach dem passenden Spot dafür. Der Dschungel ist auf jeden Fall riesig. Der ist nicht irgendwie klein, weil manchmal gibt es ja auch etwas kleinere Dschungel. Da hinten könnte tatsächlich
ist gut sein. Hallo? Wollte schon gerade sagen, also meine Maustaste ist eigentlich nicht kaputt. Meine Maus funktioniert einwandfrei. Also ich habe nämlich die Idee, um das schon mal so zu sagen, dann will ich gleich auch mit dem Thema anfangen, was mit der Woche noch zu tun hat. Ich möchte tatsächlich so ein bisschen auf Lost Elemente eingehen und mir eine kleine Insel entweder bauen oder so an so einem Ende, so wie hier, sag ich mal, sowas so ähnliches, mir dann eine Hütte zu bauen. Aber dann brauchen wir halt viel Platz, weil das Ding ist natürlich, ich möchte anbauen. Wir haben Kartoffeln, Karotten. Ich möchte eine Tierfarm haben mit Kühen, Schafen, Schwein, Hühner, Schafe, Schweine, Kühe, so genau. Das heißt, da brauche ich natürlich auch Platz. Platz muss ich dann entweder schaffen durch Roden oder weil vielleicht schon Platz ist und dann muss ich nur alles ebnen. Gibt ja nur die beiden Möglichkeiten. Meine Nase juckt. Da kommen wir jetzt Richtung Savanne. Savanne finde ich. Oh, das ist gerade für ein Geräusch. Savanne finde ich, um ehrlich zu sein, nicht schön. Oh, das sind blaue Papageien. Hey, willst du den? Oh, guckt euch das mal an. Oh, guckt euch diese schönen Pracht. Kommt wieder her. Da. Zeigt euch. Hi. Hi. Könnte was Schönes für das Thumbnail sein. Da. Hi. Oh, wie niedlich. Wie zähmt man Papageien? Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es noch nie gemacht. Oh, warte noch mal. Ich hab tatsächlich keinen Screenshot gemacht. Okay. Nur mal Minecraft zu spielen ist auch irgendwie geil, oder? Aber dann weiß man nicht, was man in der Hand hat. Okay. Will blaue Papageien haben. Genau deswegen will ich im Dschungel sein. Oder am Dschungel. Puh. Da war ein Wascherloch. Ja, reden wir über diese Woche. Was ist diese Woche los? Diese Woche, meine Lieben, können wir uns wieder auf etwas freuen. Ich glaube, oh, das ist grüner. Oh, das ist so niedlich. Denn The Mask Singer geht wieder los. Und ich freue mich riesig, wieder zu erraten, wer hinter den Masken steckt. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Zum Zeitpunkt für mich, zum Zeitpunkt der Aufnahmen, weiß ich tatsächlich noch nicht, wie ich das mit den Aufnahmen machen werde. Denn es war ja so, dass The Masked Singer immer dienstags lief. So, und das bedeutete halt, bin ich schon einmal im Kreis gelaufen? Warte, ist da hinten auch schon?
Weiß halt nicht, ob ich schon im Kreis gelaufen bin. Wenn ja, dann muss ich innerhalb des Dschungels gucken, wo ich was mache. Wie gesagt, ich freue mich schon tierisch drauf, mal wieder zu raten, welche Promis dahinter stecken. Das wird mega. Und ja, deswegen seid auch mit am Start. Ah ja, genau. Daniel und Multitasking. Meine Freunde. Jedenfalls, es war immer so, dienstags lief The Masked Singer. Mittwochs habe ich ein Video hochgeladen zur Sendung. Kam immer 20 Uhr. Ich denke, bei den Zeiten wird sich nichts ändern, so uhrzeittechnisch. Eher tagesabhängig oder an einem anderen Tag wird es ja eher geben. Dadurch, dass es Samstag läuft und ich eigentlich sonntags keine Videos hochlade, weiß ich noch nicht. Weiß ich halt noch nicht. Ja, toll. Das mit ihm habe ich keinen Platz mehr für mein Boot. Mach ich so. Ich drück mal die ganze Zeit Leertaste. Ja, deswegen, da muss ich noch gucken, so für mich, aber ihr werdet es dann ja sehen. Ich werde es womöglich im React sagen, oder in React sagen, die ich noch zu Trailern aufnehmen werde. Was ist das da? Was ist das? Merkwürdig. So ein Gestein da unten zu sehen. Ja, also deswegen, deswegen sage ich nur einfach so viel: abonnieren, Glocke aktivieren, Benachrichtigung anstellen, damit ihr dann immer informiert werdet, wenn ein Video online kommt, weil, oh, ist hier in der Nähe was? Ich würde sehr gerne hier in der Nähe bauen. Das sieht so richtig schön aus. Damit werden wir auch noch erkunden. Kann man einen ganzen Dschungel erkunden? Also jetzt wirklich. No joke. Hier ist halt auch keine schöne Fläche, wo ich sagen kann, okay, nur noch ein bisschen roten und perfekt ist, weil wenn ich mir zum Beispiel dieses Stück jetzt hier ansehe, das hier ist halt klein. Das heißt, da müsste ich gucken, auf welcher Ebene will ich bauen, muss es erweitern und dann geht es halt auch nicht bis zum Boden oder ich muss es dann halt wieder so machen, dass es auf den Boden geht und das ist scheiße. Oh, ich mag halt sowas. Das ist halt wunderschön. Boah. Willst du sowas inselartiges Schönes bauen? Also meine Residenz im Dschungel. Aber ich finde noch keine Inspiration. Mir gefällt gerade so hier auch diese Farbe des Meeres. Ja, da unten ist bestimmt Ruhe, aber das ist mir egal. Oh, da haben wir einen Schwarzeichenwald. Ich liebe Schwarzeiche. Boah, komm. Das ist doch ein Zeichen. Schwarzeiche liebe ich. Ich bin beim Dschungel. Und jetzt gleich kommt der Spot, wo ich bauen werde. Ich sehe schon. Hoffe es. Also ich möchte lieber in der Nähe des Dschungels bauen als da. Weil da müsste ich halt immer hier rüber oder ich müsste mir eine Brücke bauen oder keine Ahnung was. Oh, das ist halt hier gerade so wunderschön. Oh, was ist da? Oh, warte, wir gucken erstmal hier hinten.
Hier haben wir Sand. Eine Menge Sand. Eine Frage, wie riesig ist der Dschungel? Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht um den ganzen Dschungel herum. Ja, das Problem hier ist. Ja. Frage ist, ist das. Also, wir haben das hier theoretisch auszuhöhlen. Wenn wir auf dieser Ebene bauen, das alles auf dieser Ebene weg, das hat aber dann zur Folge, das hier muss weg. Und da muss ich gucken, wo ich anfange. Das würde hiermit auch hinkommen. Das alles dann da mittendrin. Tiere zu besorgen ist jetzt nicht so das Problem. Boah, ich bin mir so richtig unsicher. Also wirklich, ich bin mir so richtig unsicher. Ich hab halt. Das kennt ihr doch auch aus dem Wahnleben. Man sucht eine Inspiration irgendwie zum Song schreiben, Geschichten schreiben. Da ist ein Riff unten. Da hinten, da ist zwar kein Dschungel. Wenn da aber Tiere sind, genau so auf diesem kleinen Spot, und wenn das so eine kleine Insel ist, so auf der wir gespawnt sind, nee. Ist es da, woher wir kamen? Nee, glaube ich auch nicht. Ja, guck mal, aber hier ist zum Beispiel, oh, guck mal, wir haben hier Pferde, wir haben hier Tiere. Hier ist die direkte Verbindung zum Dschungel. Der Spot gefällt mir zumindest. Also, wir sind halt hier so direkt am Dschungel. Da hinten würde ich gleich auch noch mal gucken. Also, das hier würde mir auf jeden Fall schon mal gefallen, weil wir sind hier am Dschungel. Wir könnten hier eine Menge Ebenen gucken, auf welcher Ebene wir bauen. Wir hätten hier sehr, sehr viel Holz immer noch in der Nähe. Wir würden eine Baumfarm machen. Da hätten wir Lava. Da leuchtet es auch. Oder brennt hier was? Lösch das mal. Hinten auch noch mal. Jo, habe ich schon gerade befürchtet. Nein, die Bäume brennen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass es gleich lecken wird. Brennt es noch irgendwo? Höhle wäre da auch. Also der Ort gefällt mir zumindest schon mal. Ja, ich guck mal so immer zwischendurch auf die Zeit, um zu gucken irgendwie, wie lange ich schon aufnehme. Also der Ort gefällt mir hier schon mal. Also hier könnten wir zumindest einiges anstellen. Wenn hier halt direkt so beim Dschungel, wir würden eine schöne Brücke bauen. Wir würden das hier vielleicht verbinden und dann dahingehend so vielleicht eine Brücke bauen. So eine richtig schöne dann mit dem Dschungelholz. Hier sind wir halt gerade in so einem Waldgebiet, was sich mixt zwischen Eiche und Dschungel. Wenn hier jetzt vielleicht auch gleich noch so eine freie Fläche kommt, könnte ich mir vorstellen, sonst auch es da zu machen. Haben wir gerade ein Schwein gehört? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ha! Hier haben wir Birke. Birke mag ich nicht so. Dschungel geht weiter, aber auch in diese Richtung.
Hier, ob ich, also hier gehe ich jetzt in der Richtung Dschungel. Das Ding ist, hier ist aber nicht so eine gute Fläche. Maybe da vorne. Mal gucken. Da ist das Dorf. Da sind wir wieder da, wo wir waren. Also ich würde dann tatsächlich sagen, obwohl wir einmal rumgegangen sind und das in, wo sage ich mal, 24 Minuten, wenn man das jetzt mal so ein bisschen abrechnet, oder 25, hätten wir einfach nur in die andere Richtung gehen müssen. Und ich hätte mich dann eher inspirieren lassen und es wäre besser gewesen. Aber dann würde ich sagen, ist das hier hinten unser Spot, wo wir in Zukunft bauen werden. Das heißt, Amtshandlung sind natürlich alle unsere Sachen holen, dann roden, mit Armin Rode, haha, eine Ebene, also alles Ebenen auf der Ebene, die wir wollen. Es ist gerade dann bei so einem offenen Gebiet echt praktisch. Wir können hier eine Menge bauen. Wir bauen hier unser Haus, dass wir etwas klassischer halten können. Wir haben hier Tiere. Spontan würde ich zum Beispiel sagen, diese Ebene gefällt mir. Und dass wir dann alles, was darüber ist, wegmachen. Wir gehen mal kurz hier so ab. Einfach nur schon mal, um ein bisschen zu inspizieren. Weil zum Beispiel hier, das hier kann man so lassen, aber so das hier, wo es so zwei, drei runter geht, das kann noch zur Ebene mit gehören. Und dadurch, dass wir das alles ja hier abbauen werden, warte, ich muss wieder auf diese Ebene, hier, die Ebene wollen wir ja, mal eben gucken. Könnte man sagen, ja, ich weiß noch nicht, ob wir alles wirklich von dieser Ebene, ich bin jetzt nur ein darüber. Hier ist halt so dann Wald. Da geht es runter. Das hier ist ja die Ebene. Ein rüber, zwei rüber, drei, vier. Mal kurz gucken. Hier rüber, wo. Also, weil das wir dann gucken, wo wir ansetzen. Dass wir natürlich dann sagen, okay, von da bis da bauen wir es ab. Also hier kommt das so in etwa hin, warte mal, vier runter, oder? Eins, zwei, drei, das wäre vier. Dann sind wir auch direkt hier bei sowas. Was ich mega schön finde. Da sehen wir auch gerade einen Delfin. Das müssten wir noch im Detail gucken. Also wie groß die Fläche wird und dass wir dann einen gewissen Übergang haben. Weil sonst wirkt das so, wir haben diese Ebene und wir sind jetzt halt. Zum Beispiel sind ja gerade 3, 2, 1. So, das ist jetzt, glaube ich, diese Ebene, oder? Ja, genau diese. Ja. Ja, aber mir gefällt es hier. Und deswegen. Bauen wir hier jetzt alles auf. Zum Glück sind wir ja nicht hier irgendwie auf einem öffentlichen Server, wo uns was geklaut werden könnte. So. Das Schwert können wir auch einpacken. Wichtig ist natürlich jetzt diesen Ort aufzuschreiben. So. Neues zu Hause. Also, oder bin ich mir hier noch nicht sicher? Also, Vorteil. Wir sind hier beim Dschungel. Wir haben hier eine große Fläche, wo wir auch schon Tiere haben. Die Ebene können wir größer machen. Nein, ich bin hier echt überzeugt, weil im Dschungel direkt so ein Ort zu finden, dass da auch so eine freie Fläche ist, ist halt sehr, sehr schwer. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube nicht, dass es dann sowas wie hier es gibt.
Deswegen bin ich hiermit zufrieden. Gut, neues Zuhause. Also, das bedeutet, das hier ist unsere Zukunft. 10.743, warte mal. Jo, okay, warte mal. Gut. Ich glaube, ihr habt gerade einige Male irgendwie gerade meinen Tisch gehört. 10.745, 2.880. Wir haben drei Doppeltruhen, oder? Alter, wie oft muss ich jetzt bitte hin und her gehen? Das wird doch geil. Let's go, einfach nur. Gut, ich muss zu 1.910. Stimmt es, dass ich da lang muss? Warte mal, ja. Warte mal. 1200, ja. Ah, ich muss ganz genau in die Richtung. Oh, nice. Läuft. Und. Nee, ich will das Ei nicht aufsammeln. Wir haben Hühner, wir haben da Kühe gesehen, Schweine, Schafe. Alle Tiere sind da. Alle Tiere sind schon da. La la la. Ist nicht so ein Kinderlied? Glaube. Aber Leute, weil ich gerade auch auf die Zeit gesehen habe. Das war's zumindest erstmal mit dieser Folge. Das heißt, ich mache tatsächlich doch hier so einen Folgen-Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Die kommt für euch am Samstag. Sprich, ein paar Stunden bevor die neue Staffel The Masked Singer losgeht. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Wenn euch die Folge hier aber gefallen hat, zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke aktivieren, werdet Teil der Top-Familie und mir nur noch zu sagen: Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.